zäh und sensibel. Die Haut. Der Kampf gegen die Falten. Akne, die häufigste Hautkrankheit. Was bringt Botox? Und wann soll man ein Muttermal dem Arzt zeigen? Sensationelle Entdeckung, Stammzellen aus Haut. Der Tastsinn. Und in Swiss Made, Wurst in Gefahr. Die Haut des Servalas. Die Haut ist ein hochspezialisiertes Sinnesorgan. Millionen von feinsten verschiedenen Rezeptoren sorgen dafür, dass wir greifen und begreifen können, dass wir Druck, Schmerz, Kälte und Wärme auf unserer Haut spüren. Die Haut bildet wichtige Vitamine. Sie schützt vor der Außenwelt, hilft bei der Regulierung der Körpertemperatur. Und sie ist das sichtbarste Zeichen für den Alterungsprozess. Eine solche sanfte, zarte Babyhaut, die hätte jeder gerne bis ins hohe Alter. Bekanntlich hat es die Natur anders vorgesehen. Schon immer sollte die Hautpflege ewige Frische verleihen. Die erste Hautcreme der Welt diente über Generationen dazu, empfindliche Babyhaut zu schützen. Aber auch vornehme Französinnen unterbrachen schon früher wichtige Telefonate, um sich damit die Hände einzucremen. Und auch so manche flotte Skandinavierin vertraute bei der Körperpflege auf die Produkte aus dem Hause der Mutter aller Hautcremes. Bei Beiersdorf in Hamburg wurde die Nivea-Creme vor fast 100 Jahren erfunden. Heute ist Beiersdorf mit weltweit über 20.000 Mitarbeitern und mit jährlich über 5 Milliarden Euro Umsatz der größte Hautpflegekonzern der Welt. Zwar wird hier noch immer die erste stabile Fett- und Feuchtigkeitscreme der Welt produziert, aber längst verfügt man über verschiedenste andere Produktelinien. Jährlich kommen etwa 150 neue Hautpflegeprodukte dazu. Feucht. Bisschen monsterhaft. Weltweit arbeiten 800 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung. Die Konsumentinnen und Konsumenten werden immer anspruchsvoller. Immer spezifischer wird der Anwendungsbereich. Besonders hohe Zuwachsraten verzeichnet man in der gesamten Branche, nicht nur bei den Beiersdorf-Linien, bei den Anti-Aging-Produkten. Neuentwicklungen werden zuerst an Probanden getestet. Sie müssen sich jeweils 20 Minuten vor ihrem Termin im Wartezimmer bei 21,5 Grad und 45% Luftfeuchtigkeit akklimatisieren. Diese Probandin nimmt teil an einer Studie zur Wirksamkeit einer neuen Anti-Falten-Creme. Will man erfolgreich Anti-Aging-Produkte verkaufen, so muss der Nutzen für den Konsumenten sichtbar werden. Die Falten müssen sich mit der Zeit effektiv etwas glätten. Nicht ganz einfach, denn junge und ältere Haut unterscheiden sich markant. Damit eine Haut jung und vital bleibt, muss sie sich ständig erneuern. Und das erfordert wesentliche Energievorräte. Junge Haut zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr starke Verzahnung zwischen Epidermis und Dermis aufweist. Und in diesen papillären Strukturen zwischen Epidermis und Dermis ist die Blutgefäßversorgung. Das heißt, junge Haut wird sehr gut über den Blutstrom mit Nährstoffen versorgt. In der Altershaut hingegen nimmt diese Verzahnung und auch die Blutgefäßversorgung mit dem Alter ab. Dadurch werden immer weniger Nährstoffe in die Haut transportiert und insgesamt erlahmt dadurch der Stoffwechsel. Bei Männern findet der Hautalterungsprozess später statt, dann aber umso heftiger. Fast die Hälfte der Probanden bei Beiersdorf sind Männer. Das Geschäft mit dem starken Geschlecht wird immer wichtiger. Der Männermarkt, für den zunehmend auch Antifaltenprodukte gemacht werden, ist bei Beiersdorf letztes Jahr um 17% gewachsen. Die Männer haben schon auch entdeckt, dass Pflege für sie wichtig ist. Das machen sie nicht, um schöner auszusehen. Also schön würden die natürlich nie sagen, sondern sie machen das, um attraktiver auszusehen, um damit dann auch erfolgreicher zu sein. Also sie haben bemerkt, dass sie natürlich auch im gewissen Wettbewerb stehen, im Beruf, auch mit Frauen, müssen dort also gepflegt aussehen, möchten aber natürlich auch Erfolg im privaten Bereich haben. Und das fällt ihnen leichter in dem Moment, wo sie ein gepflegtes Äußeres haben. Hello New York, over to you.
Schon sehr früh hat man es bei Beiersdorf verstanden, auch die Männer anzusprechen. Allerdings wurde bald klar, dass nicht nur die Männer, sondern auch die Damenwelt nach Cremes verlangte, die nicht nur für eine sanfte Haut sorgten und gut einzogen, sondern mehr konnten als Fett und Feuchtigkeit spenden. Dazu musste man die Prozesse in der Haut besser verstehen. Forschung, auch Grundlagenforschung, hat deshalb nicht nur in diesem Haus eine lange Tradition. Das Wissen um die biochemischen Vorgänge in der Haut ist enorm gewachsen. Allerdings wurden die entscheidenden Erkenntnisse erst in den letzten 10 Jahren gemacht. Heute kann die Forschung zum Beispiel beweisen, dass einzelne Wirkstoffe von Anti-Aging-Produkten in den Hautzellen effektiv etwas bewirken. Wir können es bis in die Einzelzelle hin nachweisen. Anhand der Zellkulturen, die wir hier anlegen, können wir durch Farbkodierungen auch signalisieren, dass die Wirkstoffe bis tief in die Zelle hineinkommen und dort eben die biochemischen Prozesse beeinflussen. In den 50er Jahren ging man weltweit noch unbeschwerter an den Strand. Über den negativen Einfluss des Sonnenlichts auf die Haut und die Hautalterung war man sich noch nicht bewusst. Bis zu 80% des Hautalterns wird durch UV-Licht ausgelöst und hier insbesondere durch UVA. Und daher ist es sicherlich ratsam, UV-Schutzsysteme auf die Haut zu applizieren, um einerseits protektiv zu sein und Agenzien, wirksame Komponenten wie Q10, Folsäure beispielsweise, auf die Haut aufzubringen, um die regenerative Leistungen zu erzielen. UV-Strahlung ist bekanntlich gefährlich. Sonnenbrände erhöhen das Hautkrebsrisiko beträchtlich. Deshalb sich am besten schon 30 Minuten vor dem Sonnenbad reichlich eincremen. Je heller die Haut, desto höher muss der Lichtschutzfaktor sein. Minimum für Erwachsene 15, für Kinder 25. Nach dem Baden Sonnenschutz immer erneut auftragen. Über die Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr sollte man das pralle Sonnenlicht meiden. Hüte und Kleider aus dichtem Material sind nicht nur für Kinder ein guter Schutz. Das Universitätsspital Zürich hat bezüglich Hautkrebsforschung und Behandlung einen hervorragenden Ruf. Und dann geht's nach unten. Hier an der dermatologischen Klinik ist man täglich mit den verschiedensten Arten von Hautkrebs konfrontiert. Die Verwarnung ist doch sehr prominent, also ich denke, das müsste so in Richtung. Die Haut ist das häufigste von Krebs befallene Organ. Gewebeproben, die hier zur Analyse zerkleinert werden, geben Aufschluss darüber, ob man es mit einer gutartigen oder bösartigen Hautveränderung zu tun hat. Rechtzeitig erkannter Hautkrebs ist meist heilbar. Zu besonderer Besorgnisanlass geben die Zuwachsraten, die man europaweit bei den Melanomen verzeichnet. Immer häufiger erkranken auch Menschen unter 45 Jahren am gefährlichsten aller Hautkrebse, am sogenannten schwarzen Hautkrebs. Er wächst am Anfang oberflächlich und später dann in die Tiefe und kann dann plötzlich ganz schnell innere Organe betreffen, also zum Beispiel die Leber oder die Lunge oder auch das Gehirn sogar, und wird dann zu einer tödlichen Krebskrankheit. Sämtliche verdächtigen Gewebeproben werden unter den Ärzten diskutiert. Dabei immer häufiger auch solche mit schwarzem Hautkrebs. Nicht immer sind die bösartigen Zellen so deutlich zu erkennen. Jede dieser braun gefärbten Zellen, das ist eine schwarze Hautkrebszelle. Man kann hier genau verfolgen, wie die nach unten wachsen. Und an bestimmten Stellen kann man erahnen, dass sie dann Anschluss finden an Blutgefäße oder Lymphspalten. Und diese natürlichen Bahnen verwenden sie dann, um sich im Körper zu verteilen. Und manchmal kann man wirklich sehen, wie die bösartigen Zellen in die Lymphbahnen eindringen. Und über diese Lymphbahnen befallen sie dann andere Organe. Es bilden sich dann dort die sogenannten Metastasen. Zeigen Sie mir am besten den Rücken, so geht das mal. Will man dem Schlimmsten vorbeugen, so muss man sich selbst beobachten und Muttermale, die sich verändern, kontrollieren lassen. Mit der Auflichtmikroskopie können erfahrene Dermatologen wie Ralf Braun in vielen Fällen schon schnell Entwarnung geben. Das ist also genau gleich geblieben. Dies hier sind alles gutartige Muttermale. Aber wie kann man das als medizinischer Laie erkennen? Auf was soll man bei einer Selbstkontrolle achten? Wichtig ist, dass man alle Körperstellen genau kontrolliert.
dann gilt es auch darauf zu achten, ob ein Muttermal ganz anders ausschaut als alle anderen in seiner Umgebung. Es gilt, das hässliche Entlein zu finden. Wenn man das Muttermal identifiziert hat, wenn man das hässliche Entlein rausgepickt hat, kann man sich anschauen, die ABCD-Regel. A für Asymmetrie, B für unregelmäßige Begrenzung, C für Farben, Color, D für Dynamik, Veränderungen. Am besten zeige ich Ihnen mal einige Beispiele. Hier ist der Prototyp von dem gutartigen Muttermal. Sie sehen, dass es extrem symmetrisch ist in beiden Achsen. So schöne symmetrische Muttermale finden Sie selten. Das ist die Ausnahme. Das hier ist auch noch ein gutartiges Muttermal. Man sieht, so sieht es in der Regel aus. Es kann immer mal ein bisschen unregelmäßiger sein, aber trotzdem ist es eine relativ symmetrische Läsion mit wenig Farben, mit einer sehr regelmäßigen Randbegrenzung. Das waren eher die flachen. Das hier sind jetzt die erhabenen, die hautfarben sind. Die sind auch weich, erhaben, können mal so eine etwas geputzte Oberfläche haben oder können auch mal behaart sein, dann stören sie in der Regel kosmetisch. Es gibt ja nicht nur gut und böse, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, es gibt viel grau zwischen den beiden. Jetzt kommen wir mal zu den Muttermalen in der Grauzone. Das ist ein Beispiel, man sieht, diese Läsion ist asymmetrisch in zwei Achsen, hat eine sehr unregelmäßige Randbegrenzung hier. Es gibt hellere Zonen, dunklere Zonen, noch mal hellere Zonen. Das ist ein Muttermal, was man auf jeden Fall zeigen sollte und behandeln sollte. Ein anderes Beispiel hier. Symmetrisch in Bezug auf die Form, aber die Strukturen drin sind komplett asymmetrisch. Sehr viele Farben, unregelmäßige Randbegrenzung. Das ist auch eins von diesen dysplastischen oder atypischen Muttermalen. Und jetzt kommen wir schon zu der Gruppe der Melanome. Das sind die sehr frühen Melanome. Dort sieht man beispielsweise, dass in dem Muttermal, was seit langer Zeit besteht, dass es dort zu einer Aufhellung gekommen ist. Ist es auch wieder das hässliche Entlein? Wenn Sie sich die anderen Muttermale und Altersflecken anschauen, sind die komplett anders, ist das größere. Ein weiterer Fall, das Melanom hat zwei Teile, hier ein etwas flacherer Teil, hier im linken Teil stärker erhaben, auch extrem asymmetrisch, ganz unscharfe und unregelmäßige Randbegrenzung her, sehr viele verschiedene Farben. Und hier werden die Melanome immer fortgeschrittener, das heißt, die Asymmetrie wird immer deutlicher sichtbar, hier mit diesem knotigen Anteil, die unregelmäßige Randbegrenzung und die verschiedenen Farben und auch eine, die sich verändert hat. Für die Diagnose von Melanomen verspricht man sich viel von der konfokalen Mikroskopie, die im Moment noch in der Testphase ist. Die Geräte erlauben es, weit unter die Haut zu schauen. Gehen wir tiefer, jetzt kommen diese dermalen Strukturen, diese rundlichen Strukturen hier durch und das ist ganz regelmäßig. Melanome können so in Zukunft ohne operativen Eingriff einfacher diagnostiziert werden. Ziel bleibt, sie zu erkennen, bevor sie ein Millimeter dick sind. Man weiß, dass alles, was unter einem Millimeter diagnostiziert wird, ist die Prognose ausgezeichnet, wenn es danach richtig behandelt wird. Das Melanom ist schwierig zu behandeln, aber je früher man es diagnostiziert, je einfacher ist es zu behandeln. Madison, Wisconsin, USA. Diese Stadt hat erst kürzlich in Sachen Haut, respektive Hautzellen, weltweit von sich reden gemacht. Die Universitätsstadt übt auf alle, die sich für Biotechnologie interessieren, eine enorme Anziehungskraft aus. Insbesondere zu reden gemacht hat das Wiseman Center der University of Wisconsin. Stammzellenforschung ist das zentrale Stichwort. Darin ist dieses Institut Weltspitze. Erst vor kurzem wurde hier eine Entdeckung gemacht. Mehr oder weniger gleichzeitig mit einem Institut in Kyoto. Sie könnte nicht nur für die Stammzellenforschung, sondern auch für die Medizin von zentraler Bedeutung sein. In Japan und auch durch einen Kollegen von mir hier an der Universität, Jamie Thompson, wurde entdeckt, dass Hautzellen, wenn man sie in Zellkulturen anlegt und ihnen bestimmte Gene einpflanzt, Gene kontrollieren ja das Verhalten der Zellen, dass sie zu Stammzellen werden können. Sie haben vier Gene, von denen man weiß, dass sie embryonische Stammzellen teilen, eingeführt. Es war ein sehr simples Experiment und niemand hat gedacht, dass es funktioniert. Die Hautzellen haben sich danach in der Zeitachse zurückentwickelt und sind wieder embryonisch geworden, sodass sie heute nicht nur zu Haut, sondern auch zu Knochen, Blut, Herzzellen, zu allem im Körper werden können. Hier an der University of Wisconsin in Madison wurden auch weltweit die allerersten embryonischen Stammzellen entwickelt. Die Nationale Stammzellenbank der USA veranstaltet Ausbildungskurse für Wissenschaftler, die mit den Linien dieser menschlichen embryonischen Stammzellen arbeiten.
die ebenfalls Jamie Thompson vor 9 Jahren hier entdeckte. Das wissenschaftliche Arbeiten mit embryonischen Stammzellen hat bis heute weltweit große ethische Diskussionen ausgelöst, die sich allerdings vielleicht schon bald erübrigen werden. Nämlich dann, wenn man mit Stammzellen aus Haut die gleichen gesicherten Resultate erzielen wird wie mit embryonischen Stammzellen. Dann, wenn man sie ebenso sicher umprogrammieren kann, so dass sie sich pluripotent entwickeln können, das heißt zu den verschiedensten Zellen, wie zum Beispiel zu Nervenzellen oder Zellen von roten Blutkörperchen. Die Hoffnung der Forscher ist groß, dass die Entdeckung der Hautstammzellen der gesamten Stammzellenforschung einen gewaltigen Impuls bringen wird. Die Entdeckung, dass wir Hautzellen umprogrammieren können, hat die ethische Diskussion sehr stark verändert. Vorher brauchte man ein Embryo, also ein Ei, das von einem Sperma befruchtet ist. Und dieses stecknadelkopfgroße Embryo enthält dann diese pluripotenten Stammzellen. Nun ist es so, dass die neuen pluripotenten Hautstammzellen in Zukunft vielleicht die embryonischen Stammzellen ersetzen können. Noch werden aber von der US National Stem Cell Bank in Madison weiterhin embryonische Stammzellen, immer von den wenigen staatlich erlaubten Linien, an über 300 Forschungsinstitute im In- und Ausland verschickt. Embryonische Stammzellen sind nach wie vor gefragt. Und so wird es wohl auch noch einige Jahre bleiben müssen. Die pluripotenten Hautzellen sind wie ein Concept-Car. Sie schauen super aus, sind aber noch nicht getestet. Die embryonischen Stammzellen sind die klassischen Volvos oder Toyotas, von denen man weiß, dass sie funktionieren. Wir sind jetzt dabei herauszufinden, ob der Concept-Car so gut ist wie die traditionellen Autos. Das müssen wir erst abklären, bevor wir die embryonischen Stammzellen wegwerfen. Am Weizmann Center hofft man, bald schon unter jedem Mikroskop gesunde, möglichst aus Hautstammzellen gewachsene Herzmuskelzellen beobachten zu können. So könnte schneller Realität werden, wovon man in der Stammzellenforschung träumt. Eines Tages werden Sie zu Ihrem Arzt gehen und statt Ihren Pillen Ihre Zellen bekommen. Soweit möchten wir in 10 bis 15 Jahren sein. Aber es wird noch viel Arbeit geben, bis wir soweit sind. Klinik Pyramide in Zürich. Eine der ersten Adressen für plastische Chirurgie. Ob komplexe Brustrekonstruktion oder einfache Faltenbehandlung, das medizinisch Sinnvolle mit dem ästhetisch Wünschenswerten zu verbinden, ist hier das Ziel. Die Muskeln, die da diese Bewegung eben bewirken, das sind die typischen sogenannten Zornesfalten, die man. Leiden Patientinnen zum Beispiel an ihren Zornesfalten, so ist Klinikdirektor Cedric Georges überzeugt. Dann ist Botulinumtoxin, Botox, ein sehr geeignetes Mittel, um Abhilfe zu schaffen. Wichtig ist dabei die richtige Dosierung, die ein erfahrener Arzt sicherlich am besten beurteilen kann. Krähenfüße kann man mit Botox zwar nicht gänzlich eliminieren, aber doch weitgehend glätten. Botox ist ein Gift, das bei der Signalübertragung vom Gehirn zu den Muskeln einwirkt. Es ist ein Bakterientoxin, das auf die neuromuskuläre Übertragung wirkt und dadurch die Muskelaktivität reduziert oder blockiert. Und dabei verschwinden dann die mimischen Falten. Andere Funktionen, wie zum Beispiel das Fühlen der Haut, werden nicht blockiert. Aber Botox ist nicht gleich Botox. Die Qualität muss stimmen. Auch wenn sie keinen Einfluss darauf hat, wie lange eine Spritze anhält. Es ist sehr individuell verschieden, die Dauer der Wirkung. Erstmals ist es häufig nur kurze Zeit, 2-3 Monate. Dann kann sich das Intervall zwischen 2 Behandlungen verlängern, weil die Muskeln dann nicht so stark schon zurück sind nach 3-4 Monaten. Und dann wird es immer länger.
Es gibt gewisse Fälle, wo es sehr lange dauert, beziehungsweise wo die Patientinnen und Patienten sich die Mimik vielleicht etwas abgewöhnen und dann nicht mehr so starke Falten kriegen, dass sie gar nicht mehr so viel Botox brauchen. Aber häufig wird zwei-, dreimal im Jahr gespritzt. Alternde Haut fällt. Faceliftings straffen die Haut und sollen nicht zwangsläufig zu jüngerem, aber zu besserem, ausgeruhterem Aussehen führen. So eine Operation bedeutet nicht, dass man zieht oder irgendwo Falten entfernt. Ein Facelifting ist ein veritabler chirurgischer Eingriff und kann schon mal 3 bis 4 Stunden dauern. Gebe ich mal einen Spiegel in die Hand. Dann sieht man genau das, was stört. Das sind die verschobenen Gewebe da unter dem Kinn, das Doppelkinn. Das hängende Gewebe unterhalb des Kinns, das Doppelkinn, ist das, was hauptsächlich stört. Cédric Georges hat schon hunderte von Faceliftings gemacht und weiß, worauf es ankommt. Verschobene Weichteile zum Beispiel müssen wieder in die richtige Position gebracht werden. Stimmt in den Konturen und so da oben bleibt. Gegebenenfalls muss bei der Operation auch etwas Fett abgesaugt werden, damit die Konturen wieder schön zur Geltung kommen. Das Allerwichtigste bei einem Facelifting ist aber, dass die Silhouette wiederhergestellt wird. Und zwar ohne, dass dabei zu viel angezogen wird. Man darf ja nicht geliftet aussehen, man möchte natürlich sein. Und das kann man nur, wenn man eben nicht zieht. Und das bedeutet, dass man nicht an der Haut alleine arbeitet, sondern auf den tiefen Schichten im Unterhautgewebe, wo es Muskelzellen hat, arbeitet und dort quasi einen Zug ausübt, um die Konturen wiederherzustellen, wo man das wieder nach oben bringt, was verschoben ist, und dann die Haut nur wieder hinlegt, ohne zu ziehen. Und das führt dann zu sehr schönen natürlichen Resultaten mit guten Konturen. Kleine Falten sind aber immer noch sichtbar. Faceliftings, das ließen sich bis vor kurzem nur Frauen machen. In den letzten Jahren hat sich das geändert. Immer mehr Männer kommen in die Praxen der plastischen Chirurgen. Und ein weiterer Grund beflügelt das Geschäft. Ich denke, mit zunehmendem Alter, Durchschnittsalter der Bevölkerung nimmt es eindeutig zu. Antioxidantien vermindern. Lehrveranstaltung, Fachbereich Chemie, Universität Hamburg. Martina Kerscher, ausgebildete Dermatologin, ist Deutschlands erste Professorin für Kosmetik und Körperpflege. Stress messbar verhindert wird. Am Institut wird geforscht und es gibt auch eine dermatokosmetische Sprechstunde, wo Martina Kerscher immer wieder mit der häufigsten Hauterkrankung überhaupt, mit der Akne, konfrontiert ist. Diese Patientin hat erst im Alter von 26 Jahren plötzlich Akne bekommen. Normalerweise betrifft Akne in erster Linie jüngere Menschen. Hormonelle Faktoren spielen eine große Rolle. Der Anteil der jungen Männer liegt bei rund 70%. In der Pubertät nimmt die Menge an gebildeten Androgenen zu, auch in unserer Haut. Und dadurch wird die Talgdrüse angeregt, mehr Talg zu produzieren. Dieser Talg macht dann einmal eine fettige Haut und zum anderen sammelt sich der Talg auch in den Talgdrüsenausführungsgängen an. Dadurch kommt es zu einem Abflussstau. Man sieht an der Haut Mitesser, Komedone, später auch entzündliche Veränderungen, nämlich dann, wenn es zu einer Ruptur des Talgs in die Umgebung kommt, dann reagiert die Haut mit Entzündung. Die Veranlagung zu starker Akne ist sehr häufig vererbt. In schwereren Fällen behandelt man mit Hormonen. Bei leichteren kann ein Säurepeeling Besserung bringen. Wichtig ist, dass man nicht so lange selber herumdoktert. Am besten kontaktiert man bei den ersten Anzeichen unverzüglich einen Arzt. Je eher wir die Akne gezielt behandeln, desto geringer ist das Risiko, dass sich stärkere Entzündungen in der Haut entwickeln. Und damit ist auch das Risiko für spätere Aknenarben vermindert. Akne vulgaris, die ganz gewöhnliche Akne, können vor allem Frauen bis ins höhere Alter haben. Immer häufiger sind sie jedoch von einer erst in den letzten Jahren aufgetauchten Form der Akne betroffen, die sozusagen aus einem Verjüngungsmissverständnis entstanden ist. Oft
beobachten wir, dass Frauen gerade ab 30 bereits beginnen, mit Cremes zu behandeln, die für Hautalterungserscheinungen sind und die auch von der Cremegrundlage gedacht sind für die ältere Haut, also für eine Haut in der Postmenopause, wo die Haut weniger Feuchtigkeit produziert, auch weniger Fett produziert. Wenn man das auf eine relativ fettige Haut in jüngeren Jahren gibt, dann entsteht eine sogenannte Acne Cosmetica, also eine von außen durch Kosmetika getriggerte Akne. Und das kann man klinisch nicht ad hoc von einer normalen Acne vulgaris unterscheiden. Auch in Leipzig befasst man sich mit der Haut. Am Haptiklabor der Universität erforscht man den Tastsinn. So, Sie können jetzt die Augen wieder aufmachen. Martin Grunwald ist einer der weltweit renommiertesten Tastsinnforscher. Ihn interessiert, was wir über die Haut mit Tastsinn wahrnehmen und wie wir es verarbeiten. Mit diesen Fragen zur haptischen Wahrnehmung beschäftigt er sich auch in seiner neuesten Publikation. Sie ist auch ein Lehrbuch zur Haut. Die Haut ist ein sensorisches Organ, das viele unterschiedliche Rezeptoren beinhaltet. Gleichzeitig ist die Haut natürlich auch die Grenzfläche zwischen dem Organismus und der Außenwelt. Der Tastsinn ist letztendlich die sensorische Ebene, die definitiv klären kann, hier ist mein eigener Organismus und der geht bis hierhin und von da an beginnt die äußere Welt. Der Tastsinn leistet, was die anderen Sinnesorgane nicht vermögen. Nur dank des Tastsinns können wir uns orientieren und somit interagieren. Neugeborene brauchen viel Berührung, sonst können sie sich gar nicht richtig entwickeln. Wenn ein Mensch nachgeburtlich nicht stimuliert wird, also wenn sein Körper nicht berührt wird, wenn er keine Wärme empfängt, wenn er keine Reizung der Haut empfängt, dann kann das Gehirn schlicht und ergreifend sich nicht richtig ausreifen. Denn diese Reize führen zu verstärkten Reifungsprozessen im gesamten Gehirn. Und interessanterweise beginnt ja dieses System auch im Mutterleib als allererstes sensorisches System zu arbeiten. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Bereits in der 8. Schwangerschaftswoche kann man nachweisen, dass der Lippenbereich eines noch nicht geborenen Menschen auf Berührungsreize reagiert. Jeder Mensch hat ca. 10 bis 20 Millionen Tastsinnrezeptoren. Wie viele es genau sind, weiß man bis heute noch nicht. In jeder Fingerkuppe, das ist detailliert untersucht, sitzen rund 2000 verschiedenste Rezeptoren. Fingerspitzengefühl ist bei dem folgenden Experiment entscheidend. Es gilt, zwei Stäbe möglichst genau parallel zu stellen. Das sogenannte Haptimeter wird zum Beispiel zur Diagnose bei Magersüchtigen eingesetzt. Ist der Unterschied der Winkel der beiden Stäbe am Schluss mehr als 15 Grad, so ist von einer Störung auszugehen. Wir können hier sehen, ob das Gehirn mit den Körperinformationen etwas anfangen kann oder ob diese Verarbeitung von Körperinformationen gestört ist. Für die Diagnostik bei Essstörung, für diesen Störungsbereich ist das also ein sehr sensitives Instrument. Aber man kann das natürlich auch in anderen Kontexten nutzen zur Diagnostik bestimmter Hirnfunktionsstörungen. Neuere Studien zeigen, körperliche Berührung tut allen gut und ist auch dann noch wichtig, wenn man die Welt schon weitgehend erkundet hat. Nicht nur eine Osteopathin vermag, Entspannung zu bringen. Berührungsreize werden übrigens nicht überall am Körper gleich empfunden. Es gibt sensiblere und weniger sensible Bereiche. Dass Gesicht und Hände besonders viele Rezeptoren haben, ist kein Zufall. Diese Gebiete sind ja bei der Umwelterkennung besonders stark involviert. Und insofern macht es dort Sinn, sehr viele Rezeptoren dicht gepackt zu haben, damit das Erkunden der Welt möglichst hochpräzise funktioniert. Dies ist bekanntlich in den verschiedensten Lebenssituationen von Vorteil.
Die Haut ist unser vielseitigstes Organ. Und dieser kleine Mann wird sie spätestens dann, wenn er zum ersten Mal an Akne leidet, auch an den Zärtlichkeiten einer Freundin erfreuen. Haut ist aber nicht nur zum Küssen da. Haut hat noch viele andere lebenswichtige Funktionen. Sie sahen die Haut. Sehen Sie gleich in Swiss Made Wurst in Gefahr. Die Haut des Servalas. Zünden Schweizer ein Lagerfeuer an, so wollen sie eigentlich nur eines: Servalas braten. Die feinen, guten Servalas mit der typischen Krümmung und der zarten Haut, die man essen kann. Allerdings, nicht nur im Appenzellerland ist man um die Weiterexistenz der Nationalwurst besorgt. Wie lange wird man den Servala noch original genießen können? So wie ihn alle Schweizer und nicht nur diese wackeren Alphirten von Kindsbeinen an kennen und zu schätzen wissen. So wie ihn Philipp Fessler in Appenzell-Steinegg produziert. Der Servala, der ist einfach da, das ist eine Volkswurst und der wird bei uns natürlich sehr viel gegessen, sei es warm oder kalt oder zum Grillieren. Das ist natürlich etwas Wunderbares. Servalas bestehen zur Hauptsache aus Rinds- und Schweinefleisch. Bei der Beschaffung des Fleisches stellen sich keine Probleme. Ebenfalls nicht, Geheimnis eines jeden Metzgers, bei der Mischung aus Salz und Gewürzen. Auch Eiswasser ist im Überfluss vorhanden. Vom Inneren des Servalas droht keine Gefahr. Die Existenzgefahr für die schweizerischste aller Würste liegt außen. In der Haut, welche die Masse zusammenhält, bei den benötigten Därmen. Fast alle Servalas hatten bis anhin eine Haut aus Rinderdärmen aus Brasilien. Der Servala, ein halber Brasilianer? Ja, ich denke, das ist falsch. Nein, das ist ein typisch schweizerisches Produkt. Ein Importverbot für brasilianische Rinderdärme, Stichwort BSE, hat die Branche in eine Krise gestürzt. Denn Haut ist nicht gleich Haut. In meinen Augen sollte die Haut natürlich sein, Naturdarm sein. Man sollte sie können im kalten und im warmen Zustand sollte man sie gut schälen. Und beim Grillieren sollte man sie können essen. Das typische Servala Braun entsteht übrigens erst durch das Räuchern. Philipp Fessler bezieht seine Därme bei der Darmhandels AG in St. Gallen. Rund 20 Millionen Meter von solchen eingesalzten Rinderdärmen benötigt man in der Schweiz für die 160 Millionen Servalas, die hier jährlich verzehrt werden. Noch hat man hier die brasilianischen Därme, die übrigens von Cebu-Rindern stammen, an Lager. Aus verschiedenen Gründen hofft man, dass man bald wieder aus Brasilien importieren kann. Brasilien ist das Land, das am meisten Cebu-Rinder hat. Und das Cebu-Rind hat die Eigenschaft, dass es nicht allzu fleischige Därme hervorbringt. Das ist praktisch fettfrei. Und vor allem ist wichtig, dass Brasilien hat über Jahrzehnte lang das Know-how eigentlich aufgebaut, um die Därme so zu konfektionieren, wie wir es gerne haben. Aber eben, jetzt muss aus anderen Ländern importiert werden. Argentinische Därme zum Beispiel, die sich zwar servalagerecht krümmen, aber nicht in jeder Hinsicht befriedigen. Gut daran ist, dass er die Stärke bringt, die wir brauchen, um die Würste zu machen. Er hat auch die Länge, die wir gerne haben. Was ein bisschen negativ ist, ist einfach der höhere Fettgehalt drin, der dann eben optisch nicht so schön aussieht. Nach dem Räuchen wird das leicht gelblich und das ist für unsere verwöhnten Konsumenten nicht so schön zum Anschauen. In den Lagerhäusern werden in Zukunft wohl vermehrt Därme aus den verschiedensten Ländern lagern. Nicht nur aus Argentinien und Uruguay.
die im Moment am stärksten über Brücken helfen. Argentinien und Uruguay bringen die Mengen, die wir brauchen, nicht zusammen. Und vor allem in dem Bereich, wo wir es brauchen, im 34, 36 oder 638er Kaliber, haben die Länder zu wenig Anteil. Und das wird sicher ein Problem werden, dass wenn wir keine Restbestände mehr haben, dass es dann würde eng werden. Oder die Servolas werden dann eventuell mit anderen Kalibern dicker oder dünner sein als das Original. In der Metzgerei Fessler hat man rechtzeitig mit brasilianischen Därmen vorgesorgt. Ich habe eine grosse Menge eingekauft von dem Rohmaterial, das noch einmal war, und habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, weil für die nächsten zwei Jahre habe ich noch Rennsteam für den Original Servola. Bis dann kann man in dieser Ecke des Appenzells also sicher noch den Original Schweizer Servola mit der idealen brasilianischen Haut genießen. Wie es in der restlichen Schweiz aussehen wird, beschäftigt natürlich nicht nur die Vierbeiner. Auch alle anderen, denen die Schweizer Nationalwurst nicht Wurst ist.